Azul, hallo ihr Sepplinge, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch und herzlich willkommen zur City Life Challenge. Eine interessante Ansicht hier. Jordan spielt gerade Gitarre. So, warte mal, was wollte ich denn? Sie ist mittlerweile schon gar nicht mal so schlecht. Also schon noch, aber... Oh, sie spielt mal Bonnie's Over the Ocean. Aber stell die mal weg, du musst noch Hausaufgaben machen und ich würde dich gerne nochmal nach unten schicken. Ach, hi Lia. Da kommt mal einer vorbei und haut direkt wieder ab. Gibt's doch nicht. Nee, ich würde sie gerne mal nach unten schicken. Moment, weiterentwickeln, weiterentwickeln. Die kommen hier permanent vorbei und wollen abhängen. Das ist ja prinzipiell auch keine schlechte Idee. Aber wir haben immer noch so viel zu tun. Guck mal, sie hat ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Sie muss gleich noch durchwischen. Ein bisschen Geld müsste sie jetzt auch nochmal bekommen. Wir haben ihr zu viel Luxus gegönnt gestern. Nein. Ein bisschen... Sie muss ja auch Fortschritte machen. Und klar, es haben schon viele gesagt, spar jetzt erstmal. Es haben viele gesagt, spar jetzt doch erstmal und dass sie einen Job annehmen kann, so einen Teenager-Job. Aber ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das jetzt so sinnig ist. Was hat sie hier? Trinkgeld verdienen. Ja, das kann man mal festsetzen. Jetzt ist es weg. Neues Fossil sammeln, das können wir, glaube ich, nicht machen. Schwindel wegen Krankheit. Ah. Wir müssen aber noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht lassen wir sie einfach morgen mal einen Tag von der Schule fernbleiben. Können wir ja auch machen, dass wir mal Ferien nehmen für sie. Wie viele Tage Ferien hat sie überhaupt? 6 Tage. Guck. Können wir noch mal machen. So, Schneekugel Skyline der Stadt. Die haben wir auch schon 2-mal. Verkaufen wir auch einmal. Ein paar wollte ich auch mal behalten. Nee, das war eine andere, die wir doppelt hatten. So, guck mal da, da kommst du doch schon wieder an die Simoleons, die hier verloren gegangen sind. So. Hätte sie jetzt So, ich möchte mal mit den Beinen... Ja, okay, das dachte ich mir. Dann bekommen wir 2-mal den Sonnenblumenfrosch. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Nein. Ich bin schon wieder verwirrt. John hat einen neuen Frosch gezüchtet? Der hat doch gar keinen neuen gezüchtet. Also zumindest keine neue... Ach, die ist... Ah, die ist dreckig. Ja, dann mach sauber. Und hier noch wischen. Oh je, das alles, wo sie doch eh schon krank ist. Sie kann einem aber auch leid tun. Sie könnte echt mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Die Arme, die Arme. Oh, guck mal hier, wir können schon wieder ernten. Das ist sehr gut. Oh, wir bekommen mittlerweile schon 3 Simoleons für eine Erdbeere. Das ist cool. So, hau dich hin. Du brauchst dringend Schlaf, Jordan. Hau dich hin. Nimm morgen einen Tag frei von der Schule. Kurier dich aus. Du musst erstmal wieder fit werden. Das macht auch keinen Sinn, wenn du krank zur Schule gehst, dich dahin schleppst, deine Mitschüler alle ansteckst, die Lehrer ansteckst und deine Krankheit selber sich noch verschlimmert. Bringt auch nichts. Gerade läuft irgendwie wieder die Zeit so komisch. Ja, jetzt haben wir auf einmal 6 Uhr. Es ist manchmal echt interessant. So. Urlaubstag neben Schule. So, verwenden und duschen. Und dann haben wir hier doch noch, genau. Nimm dir ein Gericht. Grillkäse ist nicht das perfekte Frühstück, aber gut. Mach bitte erstmal die Toilette sauber und dann geh duschen und dann frühstücke was.
Das ist eklig. Ja, das ist an dem Moment, wo man merkt, man sollte vielleicht doch mal die Toilette putzen, dann wenn grüne Gestankschwaden daraus aufsteigen. Wem ist das schon mal im echten Leben passiert? Oh je. Ja, das geht ja im echten Leben dann doch noch nicht. So, das ist alles relativ uninteressant zum Zugucken mit dem Essen. Sie fühlt sich unwohl, schreckliche Dusche, wegen der billigen Dusche. Aber die nächste Dusche war so schweineteuer, kann das sein? Ich glaube, die war echt extrem teuer. Sie möchte einen Messerblock herstellen. Das kann sie doch mal tun. Sie hat doch sowieso schon so ein bisschen Technikaffinität bewiesen. Handwerk. Geschicklichkeit da, fast auf zwei. Und den Messerblock kann sie ja auch noch wieder verkaufen. Aber es kostet auch was, wenn man hier anfängt, ne? Level 2 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Jordan kann jetzt Basisverbesserungen an Sanitärobjekten vornehmen und am Schreinertisch Möbel herstellen. Sie kann zudem mit anderen Sims über Geschicklichkeit reden und Tuningteile am Computer kaufen. Wäre cool, wenn sie einen Stuhl herstellen könnte. Dann könnte sie mal noch einen weiteren. Weiß ich gerade gar nicht, ob das geht. Kann es sein, dass sie zugenommen hat? Das heißt nicht Messerblock, weil du den Block mit einem Messer bearbeitest, Jordan. Da sollst du hinterher Messer reinstecken können. So, aber immerhin ist der Messerblock fertig. Und 10 Simoleons hat sie damit eingenommen. Ein Barhocker könnte sie herstellen. Ein Barhocker, Gartentopf, Gartenpflanzkiste. Ja, 5 Simoleons Gewinn hat sie gemacht mit dem Messerblock. Oh wei. Nochmal runtergehen? Oder? Nee, warte mal, hier müssen wir erst nochmal. Wir können schon wieder ernten. Müssen aber auch schon wieder bewässern. Halleluja, das geht echt fix. So, da bekommen wir aber nach wie vor nicht das meiste für. So, geh mal runter und dann. Oh, sie hat sich in den Finger geschnitten. Nee, Holz eingeklemmt. Ich und mein Holz. Wegen Holzbearbeitung. So, nochmal Schneekugeln suchen. Was will sie machen? Selbstsicher werden. Ach, das ist sie, die von dem. Ach so, von dem Stand. Die da so rumblökt. So. Guck mal, die ist immer noch da hinten an dem Kasten, die Alexa Löhrer. Die war da gestern schon. So, können wir noch wieder die Frösche züchten? Zack, bringt alles Geld, wenn auch nicht viel. Wir haben eine Seifenblasenflasche bekommen. Gewürzfestival, okay. Mit der Seifenblasenflasche können sich deine Sims in die Zeit einer unbeschwerten Kindheit zurückversetzen. Wie schön war das doch, an einem heißen Sommertag mit Blasen zu spielen. Oh Mann. Man hat sich aber da immer die Finger so schmierig gemacht, so schmierig klebrig. Zumindest habe ich das immer hinbekommen. Was ist jetzt? Sie fühlt sich schon wieder schlecht? Sie hat ein Parfüm bekommen. Ah nee, das ist ein. Das ist ein Bild, was so heißt. Oh. Tatsächlich schon wieder eine verstopfte Nase. Das kann doch bald nicht sein. Hier haben wir Marcel Paulus. Lern die doch mal kennen. Sie hat das Poster gar nicht genommen. Hey. Nach Tag fragen, Outfit zeigen. Und lernt euch doch mal ein bisschen kennen. So. Unsere Jordan hier, die muss mal ein paar Kontakte knüpfen. Auch wenn sie momentan noch etwas skeptisch und etwas krank aussieht. Aber die beiden sind trotzdem putzig zusammen irgendwie.
Hat, dass die Arme schon wieder krank ist. Über Interessen reden. Kann sie ihn auch schon freundlich umarmen? Huch, ich wollte gar keinen Screenshot machen. La 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 la. Da, umarmen. So. Mal ein bisschen Kontakt knüpfen hier. Was sagt sie, Dani? Die steht ja gerade einfach nur. Ich finde sie nach wie vor so putzig. Ja, die Hausaufgaben muss unsere gute Jordan jetzt nun leider auch noch machen. Wir müssen irgendwie mal gucken. Wir müssen mal schneller an Geld kommen. Die Frage ist nur, wie. Die Frage ist nur, wie. Im Endeffekt hilft wirklich nur, wenn wir vielleicht noch ein paar mehr Sachen... Wir sollten vielleicht so einen Pflanzkübel herstellen noch. Dass wir mehr Sachen anpflanzen können. Es wäre vielleicht gar nicht mal so dämlich, wenn wir einfach, wenn wir dann noch ein paar Zwiebeln kaufen das nächste Mal. Oder was meint ihr? So, Hausaufgaben sind fertig. Hausaufgaben auch hoffentlich im Inventar drin. Jawohl, das ist gut. Ich würde sie gerne noch mal was Neues essen lassen. Was gibt's hier? Hier gibt's nur Getränke. Was gibt's hier zu essen? Curry, Samosas und Belpuri. Dann ist doch mal Samosas. Vielleicht lernen sie ja dann, die herzustellen. Da kommt sie. Samosas sind echt super lecker. Das war sowieso Hammer. Bei dem Event, wo ich da in Köln war, um Großstadtleben schon mal ein bisschen zu testen, da hatten wir so diese ganzen Gerichte, die hier drin sind, in diesem Pack, waren da als Buffet angerichtet. Das war richtig Hammer. Also da hat sich EA schon echt was einfallen lassen, muss ich sagen. Das war schon wirklich cool. Oh, scharf. Aber die Samosas, die ich da gegessen habe, entweder waren die nicht so scharf oder ich bin schärferesistent. Dabei, also ich muss sagen, ich kann eigentlich ganz gut scharf essen. Aber es kommt tatsächlich auch wirklich auf die Gewöhnung an. Ich habe eine Weile, wo ich dann längere Zeit nicht mehr so großartig scharf Gewürz gegessen habe, konnte ich danach auch nicht mehr so gut scharf essen. Mittlerweile geht es wieder besser. Sei es jetzt nur ein Wasabi an Sushi, wobei Wasabi eigentlich eine Schärfe hat. Die geht so über die Nase. Damit habe ich eher ein Problem. Aber kennt ihr zum Beispiel so diese... ja, es ist so eine Paste. Dieses Sambal Oleg. Das streiche ich mir zum Beispiel total gerne auf Frühlingsrollen drauf. Oder hat sich noch jemand Samosas geholt? Oh. Emi spielt wieder Geige. Oh. Mit viel Leidenschaft. Huch. Oh je, Leidenschaft sieht anders aus. Was hat sie? Brennende Würze, wie das brennt. Scharfes Essen kann Sims ganz schön zusetzen. Ja, und das brennt wahrscheinlich nicht nur einmal. Ach. Jawohl, jetzt hat sie es gelernt. Ach, guck, da ist er doch. Salim Bin Ali, warum kennt sie den nicht mehr? Hallo, Salim. Jetzt haut er wieder ab. Warum hauen immer die Sims, mit denen ich näheren Kontakt knüpfen will, hauen immer ab? 5 kann sie schon. Okay. Wo ist er jetzt? Da auf der anderen Seite ist er. Oh, ich rufe an. Möchtest du zu meiner Geburtstagsparty kommen? Nein, tut mir leid. Ich darf nicht. Die Regeln untersagen es mir. Das habe ich tatsächlich, habe ich ja die Regel aufgestellt, dass wir Salmai Shuno nicht verlassen dürfen. Und da muss ich mich auch dran halten, ne? So. Können wir nochmal eine Runde Poster einsammeln hier? Vielleicht haben wir das ein oder andere Tolle dabei. Das Tolle Teure. Hierfür kriegen wir nur 65 Simoleons. Aber guck mal, wir haben das ja schon fast wieder raus, was wir jetzt ausgegeben haben an Sachen. Und wir brauchen einfach, wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen, dass wir es Jordan auch ein bisschen leichter machen können, gute Laune zu bekommen. Weil das ist momentan wirklich der schwierigste Punkt, sie bei Laune zu halten.
Gut ist das neue Böse. Wie viel? Ach, das ist das. Das ist so schön, das Poster. So. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, das war es dann für heute. Wir sehen uns dann in der City Life Challenge nächstes Wochenende wieder. Da gucken wir mal, dass wir mal an Zwiebeln rankommen. Dass wir mal ein bisschen unsere Gartenarbeit ausbauen. Dass wir mal noch so einen Pflanzkübel basteln. Da kommen wir ja günstiger weg, wenn Jordan den selber baut. Und dass wir dann, wie gesagt, ein bisschen mehr Pflanzen anbauen, damit wir auch schneller zu Geld kommen. Also ihr Lieben, danke euch fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter in unserer Familie in Windenburg. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.